Avignon nennt er sich, seit er einmal völlig pleite in der gleichnamigen südfranzösischen Stadt strandete und begann mit Malen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 100 großformatige Bilder pro Woche produziert der Berliner locker. Schnelligkeit ist ein zentrales Motiv seiner Kunst. Hallo, willkommen in meinem Studio. Renommierte Galeristen verzweifeln an Jim Avignon, weil er seine Werke so günstig verkauft. Er will die Regeln des Kunstmarkts unterlaufen und zählt auch zu den wichtigsten Vertretern der Cheap Art. Ich habe hier eine Person skizziert, deren Motivationen, Absichten bildhaft aus dem Kopf heraustreten. Dann werde ich das Ganze kolorieren. Right. Erste Skizze steht. In den knalligen und vermeintlich fröhlichen Bildern des Mitvierzigers steckt auch immer ein Funke Gesellschaftskritik. Ich arbeite mit Acrylfarben. Die sind wasserlöslich, werden später wasserfest, trocknen sehr schnell. Generell bin ich dafür bekannt, dass ich sehr viel mit den Primärfarben arbeite, also Rot, Gelb, Blau. Meistens beginne ich mit einer dieser Farben, um schon mal eine Grundfarbstimmung irgendwie festzulegen. Manchmal treffe ich aber Farbentscheidungen tatsächlich danach, ob einfach noch Farbe übrig ist, die vermalt werden soll. Also ich bin ein sehr eigenartig sparsam umgehender Mensch mit Farben. Bei mir wird jeder Rest vermalt und auch wenn es dem Bild vielleicht gar nicht besser tut, noch eine Farbe drauf zu bekommen. Insofern, die erste Entscheidung ist einfach irgendeine Farbe, mit der man gut weiterarbeiten kann, die als Basis gut dient. Und es kann auch sein, dass die Farbe wieder komplett umgemalt wird, die erste. Ich male auf dem Boden, weil ich meine Farben meistens sehr verdünne, damit sie eine höhere Leuchtkraft haben. Wenn ich das an der Wand machen würde, würde das einfach alles immer nur ständig herunterlaufen. Meistens arbeite ich nur mit den Grundfarben und mische mir die auf der Leinwand oder auf dem Papier selber an. Genau, ich male nicht auf Leinwand, nie. Das hat den Hauptgrund, dass ich diese Bilder dann auch zusammenfalten kann und mit 30 Stück davon im Koffer problemlos irgendwo hinfliegen kann, eine Ausstellung machen. 30 Leinwände in der Größe müsste ich eine Spedition beauftragen. Nachdem ich die ganzen Farben aufgetragen habe, kommt nochmal eine Phase, in der ich die Linien nachziehe, auch nochmal durch die Dicke des Strichs Betonung setze, manche Striche auch nicht mehr nachziehe, sodass einfach nur noch die übermalte Linie zu sehen ist. Dann an manchen Stellen Schatten nochmal nachmale. Dadurch versuche ich nochmal dem Bild einen stärkeren Ausdruck und Charakter zu geben. Und ich glaube, ich bin schon auch sehr stark ein Zeichner. Insofern ist für mich einfach der zeichnerische Part, also die Konstruktion aus Linien, das Zusammenspiel der Linien, der wesentliche kompositorische Gestaltungselement beim Malen. Ich male seit 25 Jahren beruflich. Es wird immer wieder kritisiert, dass sich mein Stil in dieser Zeit eigentlich fast überhaupt nicht verändert hat. Ich sehe mich aber selber eher wie einen Geschichtenerzähler. Ich bin nicht der Künstler, der denkt, ich muss jetzt wieder komplett in eine neue Richtung arbeiten, was Neues erforschen. Da geht es mir wirklich viel mehr um die Inhalte. Also ich arbeite konstant an den Inhalten weiter, aber die Bildsprache ist für mich, so wie sie ist, perfekt und so bleibt sie auch. Mit diesem Bild bin ich tatsächlich sogar ziemlich zufrieden. Angesichts der doch sehr komprimierten Zeit, die dafür zur Verfügung stand. Der Gesichtsausdruck von dem Typen ist schon sehr nah dran, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und auch farblich vom Bildaufbau her, denke ich, ist eine ganz okay Konstruktion entstanden. Aber das endgültige Urteil kann ich erst in ein paar Monaten sprechen.